Heute will ich euch die Mindmap-Funktion in Aeon Timeline 3 zeigen. Das ist eigentlich relativ selbsterläuternd. Also, ich gehe auf Mindmap. Hier ist noch keine drin. Das heißt, ich gehe auf New Mindmap. Ich kann also mehrere anlegen, denn im Gegensatz zu den anderen Views hier wird die Mindmap ja sozusagen. Ja, ergibt es Sinn, mehrere anlegen zu können zu verschiedenen Themen. Bei den Spreadsheet oder Relationship View oder so, da filtere ich eben einfach aus, was ich nicht sehen will. Das kann ich hier natürlich dann trotzdem tun, aber es kann ja sein, dass ich verschiedene Mindmaps anlegen möchte. Jetzt habe ich zwei Möglichkeiten. Entweder ich lege neue Objekte auf der Mindmap direkt an, durch einen Doppelklick. Sagen wir, ich bin noch am Brainstormen. Ich könnte jetzt zum Beispiel, gibt es hier auch Theme als Vorgabe. Ich erinnere nochmal daran, dass man das alles sich selber einstellen kann. Das ist eben einfach das, was die jetzt für das Fiction-Template erstmal als sinnvoll erachtet und uns vorgeschlagen haben. Ich kann das alles anpassen. Ja, aber angenommen, ich möchte in meinem Landhauskrimi, den wir hier planen, ein Thema oder zwei verschiedene Themen oder Prämissen oder so verwenden und die auch sortieren oder benutzen. Ja, so sagen wir, das eine Thema ist, keine Ahnung, Liebe. Und das andere Thema, Doppelklick, Theme, ist Gier, ja, und ich möchte in meinem Krimi, dass diese beiden Themen so als Gegensatz auftauchen. Das sind keine Objekte, die jetzt als Ereignis auf der Timeline auftauchen werden, aber die sich mit den Ereignissen verknüpfen lassen. Und jetzt könnte ich zum Beispiel einfach planen, ganz unabhängig von der Chronologie, könnte ich mir das hier so ein bisschen visuell machen. Ja, ich mache jetzt wieder einen Splitscreen auf, wähle für den unteren die Spreadsheet-Ansicht, wo ich die ganzen Ereignisse habe. Werde vielleicht jetzt hier die Zoom-Stufe ein bisschen runterfahren, damit ich ein bisschen mehr auf einmal sehen kann und kann sagen, dass der erstochen wird, ist vielleicht die große Überraschung oder das große Thema des Buches, dass das aus beiden Motiven heraus gleichzeitig geschieht. Also stelle ich das hier in die Mitte oben drüber. So. Das mit dem Testament ist allerdings hat etwas mit der Gier zu tun. Es geht um Geld. Dass die Haushälterin das Zimmer verlassen hat, das war, weil sie in dem Moment enttäuscht über die nicht erwiderte Liebe von Mr. Smith war. Das Gartenhaus zugeschlossen, naja, sagen wir mal, der Gärtner, dem geht's auch um das Geld, der arbeitet dort nur für Geld. Deswegen ist seine ganze Befragung irgendwie mit der Gier in Zusammenhang, während Mrs. Hunter in Mr. Smith verliebt war und ihre Befragung, da scheint immer wieder das Thema Liebe durch. Jetzt können wir das noch ein bisschen runtersetzen. Das lässt sich halt alles frei anordnen, unabhängig von irgendwelchen chronologischen Zeitereignissen. So habe ich jetzt also diese Ereignisse mal völlig unabhängig von irgendeiner Chronologie angeordnet. Jetzt kann ich hier noch, ich habe jetzt die Ereignisse aus dem Spreadsheet da reingezogen, wie ihr gesehen habt, beziehungsweise selber angelegt. Genauso kann ich aber auch hier meine Seitenleiste benutzen, um auf Objekte zuzugreifen. Das heißt, wenn ich hier drauf gehe, öffnet sich ja hier mein Personen-Side-Panel. Und jetzt könnte ich sagen, ich will mir auch noch die Personen hier reinziehen. Das heißt, die Haushälterin, die gehört auch eher hier auf die Seite der Liebe. Mr. Smith setze ich mir aber mal hier oben hin. Mrs. Hunter gehört hier hin.
Der Gärtner geht hier hin. So. Das gleiche könnte ich auch mit den Locations machen. Ja, im Gartenhaus, da ist vielleicht auch noch Geld versteckt worden. Das gehört auf die Seite. Und im Wohnzimmer, da haben sie sich geküsst und deswegen gehört das auf diese Seite. Das klappe ich wieder zu, damit wir mehr Platz haben. Jetzt seht ihr hier, dass hier plötzlich so bunte Linien entstanden sind. Und das ist eben die Ansicht der Verknüpfungen. Das heißt, in dieser Mindmap werden mir die bestehenden Verknüpfungen angezeigt. Das kann ich auch wieder abschalten, wenn es mich stört. Aber es kann natürlich auch helfen, um Dinge zu sehen. Ich kann auch in den Einstellungen einstellen, wie diese Verknüpfungen aussehen sollen. Das heißt, dass ich kann da gestrichelte, gepunktete Linien machen. Die Farbe ergibt sich halt hier draus, ja. Gepunktete, gestrichelte, dicke, dünne, ja. Genau, die war jetzt hervorgehoben, weil ich das angeklickt hatte. Das heißt, wenn man das nichts anklickt, oder dann werden die Linien auch ein bisschen dezenter wieder. Und was ich jetzt eben auch noch machen kann, ihr seht, wenn ich hier drauf gehe, dass hier plötzlich so ein, das ist im Prinzip die Linie, ne, mit den Punkten rechts und links. Und ich kann also auf die Weise auch schnell Verbindungen nochmal anlegen. Sagen wir mal, ich will jetzt zwischen der Gier und dem Gärtner die Verbindung. Ups, was war das? Jetzt habe ich alles angewählt. So, zwischen der Gier und dem Gärtner lege ich eine Verknüpfung an. Und jetzt fragt er mich, welche Art soll die Verknüpfung sein? Ihr erinnert euch, ich habe da ja zum Beispiel bei Personen kann ich Parent, Spouse und so weiter angeben. Beim Theme gibt es natürlich eigentlich nicht so viele Möglichkeiten. Entweder ist das halt das Thema für ihn oder wie immer, Relates to kann man immer angeben. Also Theme, das heißt, der Gärtner ist mit dem Thema Gier verknüpft, die Haushälterin mit der Liebe, Mrs. Hunter auch mit der Liebe. Wohnzimmer ist mit der Liebe. Das Gartenhaus ist mit der Gier. Ist jetzt im Falle dieser Mindmap eigentlich unnötig, das nochmal zu verknüpfen, weil ich habe es ja hier quasi schon optisch mir so zurechtgeschoben. Aber wenn ich jetzt später eben wieder auf Spreadsheet gehe oder wir gehen auf die Person, ich gehe auf den Gärtner, dann sehe ich, dem Gärtner ist das Thema Gier zugeordnet. Und jetzt könnte ich bei den Relationships müsste ich in der Lage sein, Thema anzuklicken. Legen wir die ab aus Gründen der Übersichtlichkeit. Und jetzt sehe ich hier, ich habe die bis jetzt nur zur Personen zugeordnet, ne? Deswegen ist jetzt hier kein Punkt, aber könnte ich jetzt auch anlegen, ja? Also, dass der erstochen wird, ist mit beiden verbunden. Wenn ich jetzt wieder auf meine Mindmap gehe, müssten wir sehen, dass ich hier zum Erstechen zwei neue Linien gebildet haben, die da vorher nicht waren. Das ist eigentlich schon das Wichtigste zum Thema Mindmap. Ah, hier kann ich anzeigen, ob mir noch die Art der Relationship gezeigt wird. Wenn das zu unübersichtlich wird, kann ich die ausblenden. Hier kann ich noch diese Karte anpassen. Das heißt, ich könnte mir noch das Datum anzeigen lassen oder die Dauer. Ups. Ob in welchem Kapitel oder so das vorkommt. Summary haben wir jetzt keine drin. Das sind einfach verschiedene hier, Theme, siehste. Da können wir auch also zum Beispiel dann, wenn das Thema jetzt wirklich so wichtig ist, uns das hier nochmal anzeigen lassen. Das lässt sich alles einstellen.
kurz wieder abwählen. Und genau, die Summary wollte ich nochmal zeigen. Also Summary ist hier also ein Feld bei den Properties und da gibt es also die Möglichkeit, eingestochen, eine Zusammenfassung. Und jetzt seht ihr, da wir die in dem Item Card Einstellungen angewählt haben, sehen wir dann eben hier in dem Fall die Zusammenfassung. Wenn diese Zusammenfassung sehr lang wäre, wäre es vielleicht sinnvoll, das abzuwählen. Dann würde man also sagen, wollen wir nicht. Die können wir uns immer noch hier anschauen. Wenn wir das Ereignis anwählen und auf Summary gehen. Und wie gesagt, ich kann also jetzt noch eine weitere Mindmap anlegen. Wenn ich jetzt noch irgendwie einen Stammbaum der Familie mir aufzeigen will oder eine einzelne Szene aus einer anderen optischen Sicht planen möchte und so weiter. Das war's zum Thema Mindmap.